Das BSW fordert sogar ein Parteienverbot der AfD. Ja. Also ich glaube nicht, dass dort politisch etwas entstehen kann zwischen AfD und BSW. Weil das BSW zu unklar ist in ganz vielen Punkten. Fakt ist, dass das BSW die regierungskritische Opposition gespalten hat. So. Und das ist Fakt. Und damit müssen wir umgehen. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Tja. Also von der Herausforderung her, glaube ich, ist es Wagenknecht, weil sie wirklich sehr gut ist. Viel Erfahrung. Sie kann als Ex-Kommunistin und als totale Sozialistin ihre Idee extrem geschickt verkaufen. Sie offenbart nicht, für was sie wirklich steht. Sie ist eine Blackbox. Sie können zum Beispiel eine Marktwirtschaft nicht ohne Privateigentum betreiben. Genau das will sie ja. Das wird ja nie gesagt. Also wenn man sich das einfach mal durchliest, das ist purer Kommunismus. Und damit kommen wir überhaupt gar nicht weiter, ne? Weil dort auch das Privateigentum, die Privatrechte und beschnitten werden. Also Wagenknecht ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Da wird einem nicht langweilig, habe ich auch gemerkt. Und darum habe ich ja auch in diesem Interview gesagt, so, Entschuldigung, also ich stehe hier und nicht Björn Höcke. Und im Übrigen können wir ja mal über Sie reden, ne? Über Frau Wagenknecht. Also das finde ich eigentlich noch viel interessanter. Das sind alles keine Jugendsünden bei ihr, sondern die war mit 40 Jahren noch, also 5 Jahre jünger als ich jetzt bin, in der kommunistischen Plattform, die den Stalinismus verehrt haben. Also das ist keine Jugendsünde mehr, sondern die Leute, die waren bis ins Erwachsenenalter, hohe Erwachsenenalter da auch mit in solchen Vereinigungen, die so ein Denkmodell auch mit unterstützen, wo auch im Übrigen Millionen von Menschen umgebracht wurden und ums Leben gekommen sind. Also worüber sprechen wir hier? Das ist Extremismus pur. Ich bin die Letzte, die die Extremismuskeule auspackt, weil die Extremisten sitzen in der Regierungsbank. Ich habe das ja auch in diesem Interview auch aufgezählt, was ich als extremistisch empfinde, wenn unser Grundgesetz ausgehebelt wird, unser Asylgesetz, wenn Dublin II-Verordnung, wenn das alles ausgehebelt wird, das ist extremistisch. Und nicht das, was allgemeinhin als extremistisch, so Pillepalle deklariert wird. Also ich glaube nicht, dass dort politisch etwas entstehen kann zwischen AfD und BSW. Weil das BSW zu unklar ist in ganz vielen Punkten. Wo wir Gemeinsamkeiten haben, ist in der Corona-Maßnahmenpolitik, dann in Friedensverhandlungen für die Ukraine. Dort haben wir Gemeinsamkeiten. Ich glaube aber, und ich bleibe dabei, vielleicht wird das auch allgemeinhin als Verschwörungstheorie abgetan, aber ich glaube nicht an Zufälle. Das BSW wurde genau passend zu den ostdeutschen Wahlen in aller Geschwindigkeit aufgebaut. Die haben die Personaldecke nicht und sie haben viel zu wenig Mitglieder. Und Entschuldigung, ich habe hier, muss ja hier nochmal mit in die Nase putzen. Und darum finde ich das alles ein bisschen komisch. Vor allen Dingen, weil auch Frau Wagenknecht selbst vorher auch gezeigt hat, dass sie nicht unbedingt belastbar ist, wenn sie einen Burnout bei einer sehr kleinen Fraktion hatte und. Vielleicht haben da noch andere Faktoren reingespielt. Das will ich jetzt mal offen lassen. Aber insgesamt haben alle Beteiligten nicht das Profil, so ein Ding so schnell hochgezogen zu haben. Dann, was auch noch auffällig ist, mit welcher Systematik Frau Wagenknecht ihre neue Partei verkaufen kann. Sie sitzt in allen Talkshows, sie wird überall hin eingeladen. Und hier wurde ganz systematisch ein Mehrheitsbeschaffer aufgebaut. Und das sehen wir jetzt in allen 3 ostdeutschen Bundesländern. Und ich glaube nicht an Zufälle. Also dafür sind wir alle intelligent genug, wo die Interessenlage ist. Man hat für die etablierten Parteien, man hat einen Mehrheitsbeschaffer aufgebaut in der Figur von Sarah Wagenknecht. Vielleicht will sie das ja auch gar nicht. Vielleicht ist sie sich dessen auch gar nicht bewusst. Also vielleicht macht sie da auch gar nicht mit und hat tatsächlich ihre Überzeugung. Oder es steckt noch was anderes dahinter. Aber Fakt ist, dass das BSW die regierungskritische Opposition gespalten hat. So. Und das ist Fakt.
Und damit müssen wir umgehen. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob der Wähler das akzeptieren wird langfristig, weil es ja zu einem führt. Das BSW führt dazu, dass sich die Mehrheiten der etablierten Parteien möglicherweise manifestieren können und dementsprechend ein Politikwechsel nicht stattfindet. Das BSW fordert sogar ein Parteienverbot der AfD. Es ist der Spitzenkandidat gewesen und BSW war überall, waren die Ersten, die in Koalitionsverhandlungen, Gespräche mit der AfD. Natürlich in der CDU auch einige ein AfD-Verbot fordern. AfD, aber Sie haben mich ja gerade nach dem BSW gefragt. Ich halte eine Koalition mit dem BSW für völlig ausgeschlossen. Das möchte ich natürlich noch so noch mal erweitern, das, was ich gerade gesagt habe. Wir als AfD, wir sagen ganz klar, wir reden mit jedem, außer mit den Grünen vielleicht. Also mit denen wir überhaupt gar keine Schnittmenge haben, da hat das überhaupt keinen Sinn. Aber wir kooperieren auch bei einzelnen Anträgen und Gesetzesvorhaben, wenn wir sie für sinnvoll erachten. Ne? Zum Beispiel hat jetzt gerade die CDU beantragt, das Lieferkettengesetz zu kippen. Da haben wir natürlich zugestimmt. So. Wir haben Corona-Untersuchungsausschuss, diesen Ausschuss schon vor langer Zeit gefordert. Da ist das BSW oder die Abgeordneten, die damals noch bei den Linken waren, haben dem nicht zugestimmt. Während wir aber jetzt diesem Vorhaben vom BSW zustimmen werden natürlich. Also wir stimmen dem zu, was wir für sinnvoll erachten. Und ich glaube, das ist auch eine sinnvolle Politik. Also wenn ich so sage, ja, eine Koalition mit dem BSW halte ich für ausgeschlossen, da meine ich nicht, dass man nicht mit allen reden sollte. Ich glaube schon, dass man sich über Parteigrenzen hinweg unbedingt verständigen sollte, weil ansonsten bleibt man immer in seiner Box und man kommt zu keinen Lösungen. Ich glaube aber, dass die Schnittmengen zwischen BSW und AfD tatsächlich bis auf diese Bereiche Corona und Ukraine, dass sie sehr, sehr spärlich sind und dass wir dort auch kein Comment hinbekämen. Eben weil das BSW nicht einheitlich ist. Sie haben eine Mohammed Ali, die sagt, also offene Grenzen und Syrer dürfen wir auf keinen Fall zurückschicken. Sie haben Krumbach, der das Parteiverbot der AfD fordert. Also ich sehe da überhaupt gar keine Schnittmengen, eben weil auch das BSW kein einheitlicher, sondern auch ein recht heterogener Haufen ist. Ne? Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.